Freundinnen und Freunde der Astrologie, im November lässt es der Kosmos richtig krachen. Powerplanet Mars und der nervöse Uranus treffen sich zu Neumond im Skorpion. Das sind intensive Kräfte, die da frei werden. Auch Liebesgöttin Venus hat einen starken Auftritt. Sie geht viele amoröse Allianzen ein und tanzt mit Merkur als ihrem Botschafter über den Himmel. Wie ihr die kosmischen Energien für euch nutzen könnt und worauf ihr achten müsst, darum geht es im Monatshoroskop für den November. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast zu den Tendenzen im November 2023. Die Konstellationen gehen echt unter die Haut und was da alles los ist, das wollen wir uns gleich anschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon zu eurem Sternzeichen springen, um zu schauen, wie sich das für euch auswirkt. Aber dann verpasst ihr das Gewinnspiel, das Rabattgeschenk und meine neuesten tollen astrologischen Fantasy-Bilder. Trotzdem hier schon mal für alle, die es nicht erwarten können, wann euer Sternzeichen beginnt, das findet ihr unten in der Videobeschreibung und dafür scrollt bitte bis unter den Horoskope-Shop. Aber ich empfehle euch, hier noch ein bisschen dran zu bleiben, wenn ich euch erläutere, was im Kosmos alles los ist und warum es da so kracht und was wir für Wahnsinnskonstellationen in diesem Monat haben. Dann könnt ihr das nachher im Sternzeichen-Horoskop besser für euch einordnen. Und außerdem habe ich ja noch das Gewinnspiel und das Rabattgeschenk und das zeige ich euch jetzt. Das Jahresende naht und als Ergänzung zum Jahrbuch 2024 empfehle ich euch auch die persönliche Jahresvorschau. Denn darin erfahrt ihr auf der Basis eures Solarhoroskops, welche Seelenthemen im nächsten Jahr für euch anstehen. Darüber hinaus erhaltet ihr die wichtigsten Tendenzen der kommenden 12 Monate für die Liebe und den Beruf, und zwar bezogen auf die Planeten eures Geburtshoroskops. Und das Ganze gibt's jetzt bis Weihnachten mit 20% Rabatt. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich habe aber noch ein Geschenk, nämlich das Gewinnspiel. Gerne verlose ich in diesem Monat nochmal mein Flagship-Produkt, das persönliche Geburtshoroskop, denn ihr wisst ja, es ist die Basis für alles. Teilnehmen können alle, die meinen Kanal abonniert haben oder neu abonnieren, und alles Weitere zur Verlosung erfahrt ihr im Serviceteil am Ende dieses Videos. Und danke nochmal für 70.000 Abonnenten. Ihr seid die Größten. An dieser Stelle wird es Zeit, unseren Gewinner aus der Verlosung vom Oktober bekannt zu geben. Ein schriftliches Geburtshoroskop geht an Arthur Dressler. Vielen Dank für deinen tollen Kommentar und dein Abo. Bitte melde dich bei uns unter service@antonialangsdorf.com oder auf unserer WhatsApp-Nummer, damit wir dir deinen Gewinn zumailen können. Jetzt kommen wir zu den Konstellationen des Monats und die haben richtig Power. Die Sonne steht jetzt im tiefschürfenden Skorpion genau gegenüber von Jupiter im Stier. Das heißt, wir beginnen den Monat mit viel Hoffnung auf eine bessere Perspektive. Gleichzeitig kann es in Diskussionen auch Auseinandersetzungen darum geben, wer Recht hat. Am besten, wir schrauben unsere Erwartungen erstmal nicht zu hoch und nehmen uns nicht zu viel vor. Und das sage ich nicht ohne Grund, denn Meister Saturn dominiert das Geschehen zu Beginn des Monats. Er wird am 3. November nach Monaten der Rückläufigkeit wieder direktläufig und entfaltet deshalb in den ersten Novembertagen besondere Kräfte. Gibt es irgendetwas, was liegen geblieben war, um das wir uns nicht gekümmert haben, was wir vor uns hergeschoben haben, dann wird der Meister es uns nun erneut vorlegen. Vermutlich müssen wir diese Sache erstmal erledigen, bevor wir uns den Versprechungen und Perspektiven Jupiters zuwenden können. Deswegen wäre mein Tipp für die erste Monatshälfte, Prioritäten setzen und diszipliniert mit dem anfangen, was erstmal am wichtigsten ist. Vielleicht ist das für uns Wichtigste aber auch die Liebe, denn auch Liebesgöttin Venus hat rund um den Monatswechsel Oktober-November einen starken Auftritt. Schon seit dem letzten Vollmond am 28. Oktober flirtet sie mit dem unberechenbaren Uranus, dann mit dem romantischen Neptun und gleichzeitig auch noch mit dem geheimnisvollen Pluto.
Das bedeutet, dass es in Liebesangelegenheiten sehr intensiv zugehen kann, beziehungsweise dass es ein Hin und Her gibt. Denn die Venus steht noch in der Jungfrau und dort fängt sie zwar gerne einen Flirt an, zieht sich dann aber im letzten Moment wieder zurück, was die Sache dann natürlich umso spannender macht. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie es euch damit ergeht. Am 8. November zieht die Venus dann weiter in die charmante Waage, wo sie unangefochtene Herrscherin ist. Dann wird es auch in unseren Liebesbeziehungen wieder vorangehen. Für den Rest des Monats bildet die Liebesgöttin dann einen schönen Freundschaftsaspekt mit dem aufgeschlossenen Merkur, der am 10. November in den Schützen wechselt. Das spricht dafür, dass wir es schaffen, trotz der recht niederschmetternden Entwicklungen auf der Welt, den Blick auf das Gute und Positive zu richten. Zum Beispiel unsere Freundschaften, unsere Liebesbeziehungen oder auch die gute Verbindung zu unseren treuen Haustieren. Merkur im Schützen schenkt uns optimistisches Denken und das können wir gerade dringend brauchen. Liebesnachrichten und der Austausch über private Themen werden uns dann wichtiger und ich empfehle tatsächlich, wenn euch die Situation auf der Welt sehr belastet, einfach mal vorübergehend den Fernseher auszuschalten und den Nachrichtenkonsum zu reduzieren und euch stattdessen auf die Liebe oder auch die Selbstliebe zu konzentrieren. Vielleicht ist das aber gar nicht so einfach, denn Mitte des Monats wird Krieger Mars wieder von sich reden machen. Er steht ja im Skorpion sehr kampflüstern und intensiv und wird sich Mitte des Monats mit der Sonne im Skorpion treffen, und zwar genau zum Neumond im Skorpion am 13. November. Das Ganze findet in einer genauen Opposition zum nervösen Uranus statt. Und ihr könnt euch denken, dass das eine recht explosive Gemengelage ist. Die Energie hat mich zu diesem Bild hier angeregt. Ihr seht hier den Skorpion Mars als dunklen Ritter und im Hintergrund summt und knistert der elektrische Uranus, was den Ritter und sein Pferd natürlich ganz wild macht. Der Neumond hat eine ungeheure Kraft und kann im Privatleben, aber auch gesellschaftlich ganz unverhoffte und plötzliche Entwicklungen bringen, auf die wir uns dann ganz schnell einstellen müssen. Vielleicht erleben wir sogar eine Art Durchbruch, der im ersten Moment erschreckend ist, aber dann doch Fortschritte ermöglicht. Im Privatleben wirkt sich diese Spannung etwa zwischen dem 10. und 20. November besonders stark auf die fixen Zeichen aus. Also Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann, beziehungsweise auch dann, wenn ihr andere Planeten oder Faktoren, wie zum Beispiel den Aszendenten oder den Mond in einem dieser Zeichen habt. Da gehe ich dann auch im Sternzeichenteil gleich nochmal drauf ein. So sieht das im Horoskop des Skorpion-Neumondes am 13. November aus. Da befinden sich Sonne, Mond und der Mars in direkter Konfrontation zu Uranus. Zum Glück steht die Konstellation günstig zum sanften Neptun. Das bedeutet, dass wir unsere spirituellen Kräfte und die universelle Liebe anzapfen können, um diese Spannung abzumildern. Es ist also wieder mal eine Zeit, in der ich dazu rate, viel zu meditieren und gute Schwingungen in die Welt zu senden. Und natürlich auch, sich weiterhin auf die liebevolle Verbindung zu unseren Herzensmenschen zu konzentrieren. Sonne und Mars bleiben dann für den Rest des Monats und sogar noch bis zum nächsten Neumond am 13. Dezember eng verbunden. Das heißt, die männlichen und kriegerischen Anteile in uns und in der Welt fordern große Aufmerksamkeit und müssen integriert werden. Gleichzeitig schenkt uns diese Konstellation auch viel Kraft und Schwung. Deshalb ist es eine gute Zeit, um viel Sport zu treiben oder für aktive Unternehmungen. Etwas, wofür wir uns anstrengen müssen und wo wir etwas erreichen wollen. Am 22. November um 15.03 Uhr tritt die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Schütze ein und die Schütze-Saison beginnt. In einer schönen Welt ist diese Zeit eigentlich gekennzeichnet von Zuversicht, Hoffnung und Freude, die uns die kommende Weihnachtszeit schenkt, oder auch die freudige Erwartung auf die spirituelle Sonnenwende. Jupiter entfaltet nun eine besonders gute Kraft und schenkt uns neue Perspektiven. Nur leider ist die Welt zurzeit in einem Zustand, der vielen Angst macht. Umso mehr sind wir gefordert, trotzdem das Gute, was wir haben, was wir uns wünschen oder an dem wir gerade arbeiten, nicht aus den Augen zu verlieren. Nur zwei Tage später, am 24. November, wechselt auch Krieger Mars für 6 Wochen in den Schützen. Er bleibt deshalb, wie gesagt, mit der Sonne verbunden bis Mitte Dezember.
Im Schützen hat Mars eine ganz andere Kraft als im Skorpion. Da müsst ihr euch ihn wie einen Tempelritter vorstellen, einen Krieger mit einer Mission, an die er glaubt. Im besten Falle kämpft er an der Seite unseres Sterns, der Sonne, für das Gute und für die Gerechtigkeit und Freiheit. Aber es kann eben auch passieren, dass er für dogmatische Glaubenssysteme und Ideologien eingespannt wird. Im persönlichen Erleben kann Mars im Schützen uns idealistisch machen und wir setzen uns gern ein, um zu helfen und um dafür zu sorgen, dass mehr Gerechtigkeit herrscht. Besonders günstig ist diese Marsstellung für die Zeichen Widder, Löwe, Waage und Wassermann. Schwieriger zu handeln ist Mars im Schützen für die Zeichen Zwillinge, Jungfrau und Fische. Die Schützen selbst bekommen durch diesen Mars viel Kraft und Schwung, müssen aber auch aufpassen, nicht über das Ziel hinauszuschießen. Mars bildet dann auch gleich als erstes einen schwierigen Aspekt zu Saturn. Das heißt, er wird in seinem Schwung oder auf seiner Mission zunächst gestoppt oder behindert. Und dann, das kann dann bis Monatsende zu Situationen von Frust und Erschöpfung führen. Das sieht man auch hier in der Vollmondkonstellation. Das ist der Vollmond auf der Achse Zwillinge-Schütze am 27. November. Da entsteht dann ein großes Kreuz, bei dem der kriegerische Mars direkt mit dem emotionalen Vollmond verbunden ist. Und das Ganze steht in Spannung zu Saturn, der wenig Verständnis für Emotionen hat, und auf der anderen Seite zu Lilith, die wiederum möchte, dass wir zu unseren Gefühlen stehen. Da kann die allgemeine Stimmung schon sehr gereizt sein. Man fühlt sich vielleicht schnell persönlich angegriffen oder eine dahingesagte Bemerkung kann große Wellen auslösen. Doch gleichzeitig kommen optimistische und diplomatische Impulse von Liebesgöttin Venus und ihrem Botschafter Merkur, sozusagen als Stimme der Diplomatie. Man wird also letztlich doch im Gespräch bleiben und nach Lösungen suchen. Außerdem gehen Mars und Sonne im Dezember sehr schöne Verbindungen zu Heiler Chiron und zum schicksalhaften Mondknoten ein. Deshalb wäre mein Tipp für den November, wir dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und vor allem dürfen wir uns nicht in Auseinandersetzungen hineinziehen lassen. Stattdessen sollten wir uns auf unsere Herzallerliebsten konzentrieren, auf unsere guten Verbindungen, die wir haben, zu uns selbst, zu Herzensmenschen, Lieblingstieren und auch zu Mutter Natur. Wir sollten uns etwas Konstruktives und Anstrengendes vornehmen, um die Marskräfte gut zu kanalisieren. Und wir sollten die Zuversicht nicht aufgeben. Viele Dinge können sich im Dezember zum Positiven entwickeln. Sogar die Heilung einer schwierigen persönlichen oder auch politischen Situation ist dann möglich. In diesem Vollmond konzentriert sich außerdem noch eine super wichtige Konstellation für die Liebe und für die Beziehung. Und zwar wirkt die dann in der gesamten zweiten Novemberhälfte. Dann nämlich wird Liebesgöttin Venus uns erneut aufmuntern, wie schon im Sommer, als sie rückläufig war, uns mit unserem Beziehungskarma zu beschäftigen. Das heißt, wir dürfen nochmal auf vergangene Beziehungen oder auf unsere Beziehungsmuster zurückblicken und erkennen, wie sie uns beeinflussen und was wir in Zukunft vielleicht besser machen können. Das kann durch Menschen geschehen, die jetzt neu in unser Leben treten oder die in unser Leben zurückkehren und durch die wir mit unserem Beziehungskarma konfrontiert werden. Das liegt daran, dass die Venus sich mit dem absteigenden Mondknoten verbinden wird, wo die Energie unseres Karmas konzentriert ist. Und der steht ja eben in der Waage, deshalb Beziehungskarma. Außerdem verbindet sie sich auch mit Heiler Chiron, ein Hinweis darauf, dass es darum geht, alte Beziehungsmuster zu heilen. Zum Monatswechsel in den Dezember werden außerdem Sonne und Mars noch ein Quadrat zu Lilith bilden, was zu Anspannungen in unseren Beziehungen führen kann und in der Gesellschaft Fragen rund um das Thema Gerechtigkeit und Gleichberechtigung aufwirft. Ihr seht, es ist also einiges los im November, was wahrscheinlich tiefe Gefühle in uns auslösen wird. Am besten kommen wir klar, wenn wir wissen, wo wir hingehören und wem wir vertrauen können. Und das Wichtigste dabei ist das Vertrauen in uns selbst. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen in diesem Monat. Und jetzt schauen wir, wie sich das für die einzelnen Sternzeichen bzw. Aszendenten auswirkt. Schaut euch am besten beide Horoskope an und fühlt hinein, mit welchen Informationen und Botschaften ihr in Resonanz steht. Wie immer beginnen wir mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Hallo, ihr wundervollen Widdergeborenen und Widder-Aszendenten.
Im November wirft der Kosmos ein Schlaglicht auf eure Finanzen und gemeinsamen Werte in euren Beziehungen. Und in der zweiten Monatshälfte kann es in der Liebe ganz gewaltig prickeln. Das und mehr schauen wir uns gleich zusammen an. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Das Jahresende naht und als Ergänzung zum Jahrbuch 2024 empfehle ich euch auch eine persönliche Jahresvorschau. Denn darin erfahrt ihr auf der Basis eures Solarhoroskops, welche Seelenthemen für euch anstehen. Darüber hinaus erhaltet ihr die wichtigsten Tendenzen für die kommenden 12 Monate in der Liebe und im Beruf. Und zwar bezogen auf die Planeten eures Geburtshoroskops. Und das Ganze gibt's jetzt bis Weihnachten mit 20% Rabatt. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Wie geht es euch mit dem Mondknoten im Widder? Habt ihr schon jemand Tolles kennengelernt oder merkt ihr bereits, dass andere Menschen euch um Rat fragen und sich besonders für eure Sicht der Dinge interessieren? Nehmt euch für den November vor, anderen zur Seite zu stehen, denn ihr werdet jetzt gebraucht. Euer Herrscher Mars läuft zur Hochform auf und pusht euch nach vorne. Beruflich kann es gut sein, dass Kolleginnen und Kollegen oder auch Kunden oder Klientinnen dankbar sind, wenn ihr Situationen mit Optimismus und Entschlossenheit in Angriff nehmt. Ihr könnt zum Beispiel durch besonderen Einsatz im Büro Bonuspunkte sammeln und dabei ist auch finanziell ein Extra möglich. Am 8. November beginnen für euch 4 prickelnde Wochen, wenn Liebesgöttin Venus euren Partnerschaftsbereich aktiviert. Das ist bestimmt eine Zeit mit vielen Einladungen oder Meetings, in denen oft ein flirty Ton herrscht. Die Singles haben den ganzen Monat über die tollsten Möglichkeiten, mit jemand Interessantem anzubandeln. Bei den fest liierten Widdergeborenen scheint es in diesem Monat häufig um finanzielle Themen zu gehen. Und da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Auch bei den Alleinstehenden könnten Finanzentscheidungen anstehen, zum Beispiel hinsichtlich ihrer Investitionen, Versicherungen oder gemeinsam mit Finanzpartnern. Hier sind plötzliche Konflikte möglich oder vielleicht ergibt sich auch eine ganz überraschende neue Situation, mit der ihr gar nicht gerechnet habt. Und dann heißt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich mit den Beteiligten zusammenzusetzen und gemeinsam gute Entscheidungen zu treffen. Auf Alleingänge solltet ihr verzichten. Das ist auch Thema des Neumonds im Skorpion am 13. November. Er regt euren inneren Krieger Mars stark an, sodass ihr vielleicht versucht seid, auf den Tisch zu hauen oder ein finanzielles oder privates Bündnis aufzukündigen. Besser ist es, in Ruhe über eure finanzielle Situation bzw. alle vertraglichen und persönlichen Bindungen nachzudenken oder zu meditieren. Spürt ihr plötzlich das Bedürfnis, hier auszubrechen oder ist vielleicht in einer festgefahrenen Situation ein Umdenken nötig? Das solltet ihr alles mit Bedacht angehen und respektvoll mit den Beteiligten besprechen. Auf keinen Fall aus spontanem Ärger heraus. Gegebenenfalls kann euch hier auch die 90-Sekunden-Regel sehr gut helfen, cool zu bleiben. Die heißeste Phase ist hier vom 8. bis zum 20. November. Entspannter wird es nach dem 22. November, wenn die Sonne in den Schützen geht und am 24. auch der Mars folgt. Und beide bilden dann für 4 Wochen stärkende und günstige Power-Aspekte für euch. Und dann lässt sich vieles mit neuem Schwung und Optimismus regeln. Vielleicht überträgt man euch dann auch die Führung in einer Angelegenheit, bei der die anderen nicht weiterkommen. Das kann sowohl eure private als auch eine berufliche Situation betreffen. Auf diesem Weg dürft ihr dann aber trotzdem nicht zu schnell voranstürmen, denn Verhandlungen und Gespräche könnten bis Ende des Monats durchaus noch zäh verlaufen, auch wenn ihr bereits das Licht am Ende des Tunnels seht. Übrigens bekommt ihr ab dem 24. November und bis Ende Dezember fabelhafte Reisesterne. Falls ihr also beruflich oder privat nochmal weg wollt, dürfte das klappen. Der Vollmond in den Zwillingen am 27. November steht für euch robuste Widder, sehr kraftvoll und energetisch, aber viele andere sind wahrscheinlich angespannt und empfindlich. Ihr selbst habt ja Heiler Chiron bei euch im Zeichen und dürft deswegen auch ruhig eure empfindsame Seite zeigen. Schaut, dass ihr empathisch in Verbindung zu euren Mitmenschen bleibt und mitbekommt, was mit den anderen los ist. Es ist ein Vollmond der neuen Perspektiven für euch. Und ihr könnt in einer Meditation wertvolle Erkenntnisse erhalten für eure Beziehungen, eure Selbstliebe oder vielleicht auch ein Problem oder einen wunden Punkt, den ihr gerne heilen würdet. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.
Hallo, ihr kraftvollen Stiergeborenen und Stieraszendenten. Bei euch ist ja mächtig was los im Horoskop. In Partnerschaften, bei Begegnungen, in Meetings, eigentlich in jeder Lebenslage dürfte es bei euch viele intensive Momente geben und ihr steht wahrscheinlich häufig im Mittelpunkt. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch ein Rabattgeschenk für euch. Das Jahresende naht und als Ergänzung zum Jahrbuch 2024 empfehle ich euch auch eine persönliche Jahresvorschau. Denn darin erfahrt ihr auf der Basis eures Solarhoroskops, welche Seelenthemen für euch anstehen. Darüber hinaus erhaltet ihr die wichtigsten Tendenzen für die kommenden 12 Monate in der Liebe und im Beruf. Und zwar bezogen auf die Planeten eures Geburtshoroskops. Und das Ganze gibt es jetzt bis Weihnachten mit 20% Rabatt. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der November geht spannend los. Habt ihr vielleicht wild mit eurem Flirt oder Liebespartner Halloween gefeiert oder tief spirituell hineinmeditiert? Jedenfalls steht ihr im kosmischen Scheinwerferlicht. Wenn ihr Single seid, könnt ihr faszinierende, aber vielleicht auch dominante Flirtpartner treffen, die sagen wollen, wo es lang geht. Da müsst ihr dann entscheiden, ob euch das gefällt oder nicht. Gerade in der ersten Novemberwoche seid ihr wahrscheinlich durchaus in der Stimmung für lustvolle Erlebnisse. Ab dem 8. November können sich flirtträchtige Situationen auch im Job ergeben und die Stimmung auf der Arbeit ist insgesamt locker und angenehm. Der Mars jedoch steht den ganzen Monat kampflustig und entschlossen in eurem Partnerschaftsbereich. Das kann sehr prickelnd sein, aber es kann auch schwierig sein, jemanden abzuschütteln, der sich etwas in den Kopf gesetzt hat, was er mit euch gemeinsam erreichen möchte. Nicht nur privat, das kann auch geschäftliche Meetings oder Verkaufsgespräche betreffen, in denen euch jemand unbedingt überzeugen will. Hier könnte Mitte des Monats sogar ein Konflikt ausbrechen, bei dem die Fronten sich verhärten. Auch eure festen Beziehungen könnten davon betroffen sein, dass der Ton schärfer wird und dass in einer Auseinandersetzung keiner nachgeben will. Wie ihr das erlebt, kommt sehr darauf an, in welcher Situation ihr seid. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie es im November so für euch läuft. Auf jeden Fall fällt der Neumond im Skorpion am 13. November in euer Partnerhaus und aktiviert diese heiße Energie. So mancher alleinstehende Stier ist jetzt vielleicht ganz froh, seine Ruhe zu haben. In einer Neumond-Meditation könnt ihr anstehende Beziehungsthemen geistig beleuchten oder euch ausmalen, wie feurig und temperamentvoll ein Beziehungspartner für euch sein darf. Bedenkt dabei, dass ihr durch euer eigenes Charisma derzeit besonders spannende Leute in euer Leben zieht und dass es vielleicht auch einfach ansteht, sich mal auf einen solchen wilden Ritt einzulassen. Ich muss allerdings zugeben, dass die Mars-Konstellation auch mit einem erhöhten Verletzungsrisiko einhergehen kann. Also ganz physisch konkret, dass ihr euch wehtut, wenn ihr in eurem Alltag nicht achtsam seid. Und psychologisch könnten es auch verletzte Gefühle sein, bei euch selbst oder eurem Gegenüber. Also ist im November in jeder Hinsicht Achtsamkeit angesagt. Gleichzeitig können unglaublich spannende Dinge in eurem Leben passieren, und zwar voraussichtlich durch Menschen, denen ihr begegnet. Die heißeste Phase ist hier vom 8. bis 17. November. Ab dem 22. November, wenn erst die Sonne und dann am 24. auch der Mars in den Schützen laufen, verlagert sich der Fokus in den Bereich eurer festen und verbindlichen Beziehungen, gleichzeitig auch Verträge und gemeinsame Gelder. Für 4 Wochen geht jetzt hier viel Energie hinein und zwar durchaus konstruktiv. Schaut doch mal, welche Themen hier anstehen. Eine gemeinsame Anschaffung oder Investition, eine gerechtere Verteilung der Mittel oder vielleicht der Wunsch nach mehr heißer Erotik in eurer Beziehung. Jedenfalls werden diese Themen durch den Vollmond am 27. November beleuchtet und ihr könnt euch darüber in einer Meditation klar werden. Möglich ist allerdings auch ein Konflikt, zum Beispiel ein Problem zwischen eurem Schatz und jemandem, mit dem ihr gut befreundet seid. Vielleicht kennt der eine ein Geheimnis vom anderen oder es geht um Geld, das verliehen wurde. Dann denkt darüber nach, wer hier euer Vertrauen verdient und schafft gegebenenfalls klare Verhältnisse. Denkbar ist auch, dass nun ein gesundheitliches Thema für euch wichtig wird, denn der Vollmond aktiviert auch die Heilungsachse in eurem Horoskop. Bei euch ist ja schon länger das Thema wichtig,
wie sich eure seelische und eure körperliche Verfassung gegenseitig beeinflussen. Und hier könntet ihr zum Beispiel ein schönes Ritual durchführen, das eure ganzheitliche Gesundheit unterstützt. Das waren eure Konstellationen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Euer persönlicher Beziehungsvollmond erwartet euch im November und lenkt den Fokus auf euer Liebesleben und eure Partnerschaften. Doch bevor wir uns das genauer ansehen und natürlich alle weiteren Tendenzen des Monats, habe ich noch ein Rabattgeschenk für euch. Das Jahresende naht und als Ergänzung zum Jahrbuch 2024 empfehle ich euch auch eine persönliche Jahresvorschau. Denn darin erfahrt ihr auf der Basis eures Solarhoroskops, welche Seelenthemen für euch anstehen. Darüber hinaus erhaltet ihr die wichtigsten Tendenzen für die kommenden 12 Monate in der Liebe und im Beruf. Und zwar bezogen auf die Planeten eures Geburtshoroskops. Und das Ganze gibt's jetzt bis Weihnachten mit 20% Rabatt. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der November beginnt für euch mit viel Power für euer tägliches Sportprogramm und alle Routinen in eurem Leben. Vielleicht macht ihr auch gerade eine Diät oder Fastenkur. Durchhalten gelingt euch jetzt richtig gut. Alles, was eher ein bisschen liegen geblieben ist in letzter Zeit, geht euch jetzt leichter von der Hand. Nutzt dafür die ersten 3 Novemberwochen. Weitere kosmische Unterstützung erhaltet ihr, wenn Liebesgöttin Venus am 8. November in das luftige Zeichen Waage wechselt und euch von dort aus für knapp 4 Wochen mit viel Kreativität und Charme unterstützt. Singles, die gerade auf der Suche sind, können bei kreativen Events wie einem Herbstmarkt oder einem Töpferkurs jemanden kennenlernen. Und auch die Festliierten unter euch können superschöne Stunden mit ihrem Schatz und am besten noch mit ihrem Nachwuchs verbringen. Die Liebesgöttin lädt euch ein, gemeinsam kreativen Beschäftigungen nachzugehen oder den herbstlichen Wald in all seiner Schönheit zu genießen. Am 10. November wechselt euer Herrscher, Götterbote Merkur, in das feurige Zeichen Schütze und damit in euer Partnerhaus. Bei euch darf nun geflirtet werden, was das Zeug hält, und darüber hinaus ist die Phase bis zum 1. Dezember jetzt auch super geeignet, um andere wichtige Gespräche zu führen, wie zum Beispiel mit eurem Chef oder wichtigen Kunden. Ideal ist die 2. Monatshälfte, da steht ihr nicht mehr ganz so sehr unter dem strengen Blick von Saturn. Am 13. November haben wir den Neumond im mystischen Zeichen Skorpion. Die Energie kann dann echt unter die Haut gehen und vielleicht auch ein bisschen nervös machen. Lasst euch nicht zu sehr von der Unruhe anstecken, die vielleicht andere bei euch auslösen, und distanziert euch davon. Der Neumond aktiviert euren gesundheitlichen Bereich und die Heilerachse des Zwillinge-Horoskops. Falls ihr eine Meditation durchführen wollt, wäre hier ein toller Impuls, euch mal mit euren Chakren zu beschäftigen. Das sind die 7 Energiezentren des Körpers. Und wenn ihr da in einer Meditation hineinspürt und merkt, dass die Energien in einem bestimmten Chakra nicht so gut fließen, dann kann euch das wertvolle Hinweise dafür liefern, wo ihr vielleicht mehr Aufmerksamkeit und Heilenergie hinlenken solltet. Der Himmel könnte ab dem 22. November voller Geigen hängen, denn dann betritt die Sonne euer Partnerhaus Schütze und die kommenden 4 Wochen liegt hier ganz klar Liebe in der Luft. Erotisch und leidenschaftlich, aber auch verbunden mit einem gewissen Maß an Streitpotenzial, wird es gleich 2 Tage später, denn Kampfplanet Mars folgt der Sonne am 24. November in den feurigen Schützen. Und dann kann es richtig krachen. Im Positiven ausgelebt, könnt ihr die Finger dann nicht von eurem Schatz lassen oder erlebt eine heiße, prickelnde Phase mit eurem Date. Ein Flirt könnte ablaufen nach dem Motto, was sich neckt, das liebt sich. Aber Streitereien solltet ihr möglichst vermeiden oder zumindest nicht ausufern lassen. Wenn es aber doch ein bisschen zu heiß hergeht, dann könnt ihr die 90-Sekunden-Regel nutzen, um wieder runterzukommen. Egal, ob mit eurem Partner oder eurem Chef, seid achtsam mit euren Worten und euren Taten und redet euch nicht um Kopf und Kragen. Besonders intensiv wird dann die Stimmung zum Monatsende am 27. November. Dann findet euer wichtigster Beziehungsvollmond des Jahres statt. Das ist eine gute Möglichkeit, um euch von Mustern zu befreien, die in euren Partnerschaften immer wieder für Probleme sorgen. Und wenn ihr Single seid und es trotz aller Sehnsucht nicht so recht mit der Partnerschaft klappt, dann denkt darüber nach, wo das Problem liegt und was euch davon abhält.
Ansonsten macht die Vollmondenergie in den Zwillingen auch super Lust, etwas mit Freunden zu unternehmen und sich auf die anderen wichtigen Beziehungen in eurem Leben zu konzentrieren. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Die ersten Novemberwochen bringen euch viel Freude an kreativen Beschäftigungen und Spaß mit eurem Nachwuchs. Ihr habt eine energiegeladene Phase, die ihr ausnutzen solltet. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich hier erstmal ein Rabattgeschenk für euch. Das Jahresende naht und als Ergänzung zum Jahrbuch 2024 empfehle ich euch auch eine persönliche Jahresvorschau. Denn darin erfahrt ihr auf der Basis eures Solarhoroskops, welche Seelenthemen für euch anstehen. Darüber hinaus erhaltet ihr die wichtigsten Tendenzen für die kommenden 12 Monate in der Liebe und im Beruf. Und zwar bezogen auf die Planeten eures Geburtshoroskops. Und das Ganze gibt es jetzt bis Weihnachten mit 20% Rabatt. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der November bringt für euch bis zum 21. eine kraftvolle und inspirierende Phase. Vitalitätsspenderin Sonne und Powerplanet Mars wandern Arm in Arm durch den Skorpion und das gibt euch kosmischen Rückenwind. Ihr seid gut im Flow und habt tolle kreative Ideen, vielleicht bei herbstlichen Bastelaktionen oder schönen Outdoor-Aktivitäten mit euren Kindern. Spaß ist auf jeden Fall angesagt und es geht euch richtig gut dabei. Das hilft euch, in eurer inneren Mitte zu bleiben, auch wenn die Welt um euch herum gerade ziemlich chaotisch scheint. Ab dem 8. November wandert Liebesgöttin Venus durch euren Heimat- und Familienbereich und verspricht hier bis Anfang Dezember schöne, kuschelige Stunden. Allerdings kann es auch zu Unstimmigkeiten rund ums liebe Geld kommen. Venus kümmert sich ja auch um die Finanzen und weil die Advents- und Weihnachtszeit vor der Tür steht, empfiehlt der Kosmos, geplante Ausgaben und Investitionen gemeinsam mit euren Liebsten zu besprechen. Alleingänge und Impulskäufe sind auf jeden Fall nicht die beste Idee, da könnte der Haussegen schnell schiefhängen. Nutzt die Kraft der Venus lieber, um verschmuste Stunden mit eurem Schatz auf dem Sofa zu verbringen und schon mal ein bisschen vorweihnachtlichen Zauber in euer Zuhause zu bringen. Das geht auch ohne großen finanziellen Aufwand. Am 10. November wandert Götterbote Merkur in den feurigen Schützen und macht unsere Kommunikation leichter und optimistischer. Ihr habt jetzt vielleicht Lust, euch mehr mit Gesundheitsthemen zu beschäftigen. Oder eine alternative Anwendung wie Akupunktur auszuprobieren. Die Konstellation ist auch super für alle Krebse, die in helfenden und heilenden Berufen tätig sind. Hier ist ja jetzt zurzeit Erkältungssaison und viel los, aber ihr habt die Kraft, für eure Schützlinge da zu sein. Am 13. November haben wir den Neumond im mystischen Skorpion. Für euch romantische Krebse steht der Neumond sehr schön und inspirierend, aber allgemein liegt viel Nervosität in der Luft. Euer Umfeld könnte unruhig reagieren und weil ihr so empathisch seid und die Stimmung anderer aufsaugt, kann euch das natürlich auch beeinflussen und hektisch machen. In einer Neumond-Meditation solltet ihr euch deshalb auf euch selbst und eure Herzensprojekte konzentrieren oder Zeit für die Liebe und Erotik nehmen. Oder taucht einfach ab, entkoppelt euch, wenn nötig, von der Hektik und der Unruhe der Außenwelt und stellt euch zum Beispiel vor, wie ihr in Neptuns wunderschönen Palast auf den Meeresgrund sinkt. Taucht ein in ein Gefühl der Ruhe und der umfassenden Verbundenheit mit allem, was ist. Am 22. und 24. November wechseln erst die Sonne und dann Energieplanet Mars in den Schützen und damit in euren Bereich für Gesundheit und Joballtag. Sie geben euch nochmal richtig Schwung für den Jahresendspurt. Ihr seid dann wahrscheinlich ziemlich eingespannt in euren Jobs und anderen Verpflichtungen, aber ihr habt auch genug Kraft, um alles auf die Reihe zu kriegen. Achtet auf jeden Fall auf eure körperlichen Ressourcen. Es kann sogar sein, dass ihr dazu neigt, euch zu übernehmen und zu viele Verpflichtungen gleichzeitig anzunehmen. Hier ist es wichtig, dass ihr ein gutes Gleichgewicht findet zwischen eurer Seele und eurem Körper. Darauf weist euch auch der Vollmond in den Zwillingen hin, der am 27. November stattfindet. Da kann die Stimmung um euch herum auch wieder recht gereizt und aufgeheizt sein und euch wird das dann vielleicht alles zu viel.
Niemand im Tierkreis spürt ja die Energie des Mondes so sehr wie ihr. Und der kosmische Rat an euch wäre, euch rund um den Vollmond nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Die Konstellation aktiviert dann die Heilerachse eures Horoskops und ihr könntet euch zum Beispiel in einer Meditation auf die Dinge konzentrieren, die euch gut tun und die ihr jetzt braucht, um eure Gesundheit zu stärken. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Der November sorgt für den einen oder anderen turbulenten Moment in eurem Zuhause. Aber dank Charmbooster Venus könnt ihr euch auf schöne Zeiten in der Liebe und beim Flirten freuen. Bevor wir uns das und alle weiteren Tendenzen des Monats anschauen, seid ihr schon gespannt, was die Sterne im neuen Jahr für euch bereithalten? Falls ja, habe ich noch ein Rabattgeschenk für euch. Das Jahresende naht und als Ergänzung zum Jahrbuch 2024 empfehle ich euch auch eine persönliche Jahresvorschau. Denn darin erfahrt ihr auf der Basis eures Solarhoroskops, welche Seelenthemen für euch anstehen. Darüber hinaus erhaltet ihr die wichtigsten Tendenzen für die kommenden 12 Monate in der Liebe und im Beruf. Und zwar bezogen auf die Planeten eures Geburtshoroskops. Und das Ganze gibt es jetzt bis Weihnachten mit 20% Rabatt. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der November startet für euch mit einer anregenden, vielleicht sogar hektischen Phase in eurem Zuhause. Ihr habt zwar genug Power, um alles unter einen Hut zu bekommen, aber es wäre doch auch mal schön, wenn besonders eure Söhne, Männer oder männlichen Mitbewohner auch mal ein bisschen mithelfen würden. Zusätzlich mischt der nervöse Uranus von eurem Karrierebereich aus mit und das deutet darauf hin, dass neben dem Stress zu Hause auch noch volle Terminkalender und wichtige Meetings auf euch warten. So könnte euch gelegentlich mal der Geduldsfaden reißen, aber zum Glück schickt der Kosmos bald Unterstützung. Am 8. November wandert Liebesgöttin Venus in die diplomatische Waage und hilft euch von hier aus bis Anfang Dezember, euch mit Charme und großem Geschick durchzusetzen. Eure Worte können jetzt richtig bezaubern und schnell mal dem einen oder anderen den Kopf verdrehen, ob gewollt oder nicht. Falls ihr Lust am Flirten habt und als Singles auf der Suche seid, dann seid ihr auf Dating-Apps gerade bestens aufgehoben. Falls ihr es noch nicht versucht habt, meldet euch doch mal an und probiert es aus. Wenn ihr fest liiert seid, müsst ihr sogar ein bisschen aufpassen, nicht aus Versehen Kollegen oder Kunden Flirtsignale zu senden. Denn ihr seid doch treu, oder? Die zweite Novemberhälfte wird auch nochmal sehr spannend für euer Liebesleben, und zwar was Themen aus dem Sommer angeht. Euer Beziehungskarma könnte sich zeigen. Im positiven Sinne habt ihr vielleicht etwas begonnen, was jetzt anfängt, Wurzeln zu schlagen. Falls ihr allerdings vielleicht noch nicht ganz aufrichtig wart oder ein bisschen fremd geflirtet habt, dann könnte euch das gegen Ende des Monats nochmal einholen. Eure Kommunikation und euer Denken werden ab dem 10. November beschwingter, wenn Götterbote Merkur bis Anfang Dezember in den feurigen Schützen wandert. Er regt euch zu mehr Leichtigkeit und spaßigen Aktivitäten an. Ihr habt jetzt viel Freude an Ausflügen oder auch ein Spieleabend kann euch richtig Spaß bereiten. Der Neumond im tiefgründigen Zeichen Skorpion am 13. November hat eine ganz andere Energie. Hier geht es tief unter die Haut und euch wird sich vielleicht die Frage stellen, was für euch Familie und Heimat eigentlich bedeuten. In einer Meditation zum Neumond könntet ihr der Frage nach euren Wurzeln nachgehen. Woher kommt ihr und welches Erbe werdet ihr an die kommenden Generationen weitergeben? An welche Aspekte eures Lebens soll man sich mal erinnern? Wenn solche Fragen rund um den Neumond herum in euer Bewusstsein aufsteigen, nehmt euch die Zeit, euch damit zu beschäftigen, zum Beispiel in der Neumondmeditation oder indem ihr alles für euch aufschreibt. Ab dem 22. November betritt die Sonne den temperamentvollen Schützen und nur 2 Tage später am 24. folgt Energieplanet Mars. Nun wird euer inneres Feuer in der kalten Herbstzeit richtig angefacht. Freut euch auf eine aktive und fröhliche Zeit. Sicher habt ihr schon einen vollen Veranstaltungskalender für die Adventszeit und könnt euch bei vielen Events und Feiern prächtig amüsieren. Nach der ernsten und tiefgründigen Skorpionzeit steht euch der Sinn jetzt nach Zerstreuung und ihr habt sicher viele Schützen in eurem Freundeskreis, mit denen ihr jetzt Geburtstag feiern könnt.
Zum Abschluss des Monats haben wir dann noch den Vollmond im kommunikativen Zeichen Zwillinge am 27. November, der den Freundschafts- und Vereinsbereich in eurem Horoskop aktiviert. Die Energie ist günstig für euch, allerdings lauft ihr ein bisschen Gefahr, euch zu übernehmen oder es mit der Feierei zu übertreiben. Achtet auf jeden Fall gut auf euch und eure Gesundheit und geht es langsam an. Die Adventszeit hat gerade erst begonnen und ihr habt großartige Wochen vor euch. Das waren die Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Ein spannender Monat erwartet euch. Ihr habt eine tolle Ausstrahlung, die Menschen vertrauen euch und die Tendenzen sehen auf vielen Ebenen positiv aus. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher gibt es noch eine schöne Rabattaktion. Das Jahresende naht und als Ergänzung zum Jahrbuch 2024 empfehle ich euch auch eine persönliche Jahresvorschau. Denn darin erfahrt ihr auf der Basis eures Solarhoroskops, welche Seelenthemen für euch anstehen. Darüber hinaus erhaltet ihr die wichtigsten Tendenzen für die kommenden 12 Monate in der Liebe und im Beruf. Und zwar bezogen auf die Planeten eures Geburtshoroskops. Und das Ganze gibt es jetzt bis Weihnachten mit 20% Rabatt. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ihr startet mit vielen guten Aspekten in den neuen Monat. Eurem Charisma kann kaum jemand widerstehen und im Gespräch glänzt ihr außerdem durch eure Klugheit und fantastische Ideen. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, habt ihr fabelhafte Flirtkonstellationen. Die wilde Lilith steht jetzt in der ersten Dekade der Jungfrau und verleiht euch dort eine geheimnisvolle Aura. Merkt ihr es schon? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Allerdings steht gegenüber Meister Saturn und zeigt, dass es zu Konflikten kommen kann, wenn ihr euch von eurem Partner oder eurem Gegenüber gemaßregelt oder unverstanden fühlt. Vermutlich seid ihr mehr als sonst bereit, euch dann einfach umzudrehen, euer eigenes Ding zu machen und mäkelnde Kritiker im Regen stehen zu lassen. Und wisst ihr was? Das ist gut so. Tatsächlich sind die Chancen hoch, dass ihr genau dadurch jemanden erst recht in euren Bann schlagt. Wenn ihr in der dritten Dekade geboren seid, ist die erste Woche des Monats dank Liebesgöttin Venus, die ebenfalls noch in der Jungfrau steht, besonders zärtlich und romantisch. Venus wandert dann am 8. November weiter in die Waage und damit in euren Finanzbereich. Und damit kommen wir zu den beruflichen und finanziellen Aussichten für den Monat. Die sehen nämlich richtig gut aus. Vor allem, wenn ihr einen Job habt, bei dem es auf eure mentale Stärke ankommt. Also zum Beispiel als Lehrerin im Marketing oder bei Kundengesprächen, im Verkauf oder in den sozialen Medien, aber auch in heilenden Berufen, habt ihr vermutlich einen Bombenmonat. Die Zeit ist auch super, um Konzepte zu schreiben oder auch schon Pläne fürs nächste Jahr zu machen. Solltet ihr in eurem Job nicht ganz so glücklich sein, denkt doch mal drüber nach, was ihr lieber machen würdet. Ihr könntet euch nämlich auch erfolgreich auf einen neuen Job bewerben, wo ihr eure Fähigkeiten besser ausspielen könnt. Auch Gehaltsverhandlungen können positiv für euch verlaufen. Der Neumond im Skorpion am 13. November aktiviert alle diese Themen und wäre super geeignet, um euch Gedanken zu machen, wie ihr euer Profil schärfen und eure einzigartigen Fähigkeiten noch besser herausstellen könnt. Und falls ihr ein Buch schreiben wollt, solltet ihr zu diesem Neumond damit beginnen. Über all das könnt ihr meditieren und habt wahrscheinlich fabelhafte Erkenntnisse. Haltet Notizbuch oder Smartphone bereit, um sie zu notieren. Gelegentlich solltet ihr im Zusammensein mit anderen darauf achten, dass eure Zunge nicht zu spitz wird und dass ihr eure Analysen diplomatisch verpackt. Denn bei nicht wenigen Leuten liegen rund um diesen Neumond vermutlich die Nerven blank. Da haben wir eine kosmisch ganz heiße Phase, die für viele schwierig ist. Vielleicht seid ihr auch einfach in der Rolle der klugen Vermittlerin oder Seelentrösterin. Möglich ist auch, dass Gedanken und Energien in euren privaten und häuslichen Bereich gehen, den Botschafter Merkur im Schützen ab dem 10. November aktiviert. Und diese Tendenz verstärkt sich, wenn ab dem 22. November erst die Sonne und am 24. dann auch Krieger Mars in den Schützen wechseln
und damit euer Privatleben aufwirbeln. Das könnte eine stressige Phase bis zum Monatsende werden. Männliche Mitbewohner, ein Partner oder vielleicht auch Handwerker könnten euren häuslichen Frieden stören oder den persönlichen Freiraum mit ihren Ansprüchen einschränken. Und ihr seid nicht wie sonst bereit, um des lieben Friedens willen direkt nachzugeben. Solche Themen werden dann vom Vollmond am 27. November in den Zwillingen emotional aufgeladen. Da steckt dann schon ein gewisser Konfliktstoff drin. Deshalb überlegt ernsthaft, wo ihr Kompromisse eingehen könnt und wo ihr Grenzen setzen wollt. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Ruhe und Freiraum für eine Vollmondmeditation zu finden. Versucht, sanft zu bleiben und trotzdem nicht einzuknicken. Das verschafft euch Respekt. Im Dezember bekommt ihr dann wahrscheinlich genau das, was ihr euch wünscht. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Habt ihr die Finsternisse in eurem Sternzeichen gut überstanden? Der November schenkt euch schöne Zeiten, um euch selbst zu verwöhnen oder verwöhnt zu werden. Und ihr könnt sogar eurem Seelenpartner begegnen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch ein Rabattgeschenk für euch. Das Jahresende naht und als Ergänzung zum Jahrbuch 2024 empfehle ich euch auch eine persönliche Jahresvorschau. Denn darin erfahrt ihr auf der Basis eures Solarhoroskops, welche Seelenthemen für euch anstehen. Darüber hinaus erhaltet ihr die wichtigsten Tendenzen für die kommenden 12 Monate in der Liebe und im Beruf. Und zwar bezogen auf die Planeten eures Geburtshoroskops. Und das Ganze gibt es jetzt bis Weihnachten mit 20% Rabatt. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Die Finsternissaison ist zu Ende und ihr habt allen Grund, es zu Beginn des Monats entspannt und ruhig angehen zu lassen. Ab dem 4. November beleben sich dann eure Kontakte und Freundschaften und ab dem 8. November besucht euch Liebesgöttin Venus für den Rest des Monats. Spätestens dann verspürt ihr wieder Leichtigkeit und die Einladungen zu Partys, interessanten Events oder beruflichen Treffen häufen sich. Bis zum 20. November habt ihr eine unbeschwerte Zeit, in der ihr vergnügt euren künstlerischen und sozialen Interessen nachgehen könnt und dabei wunderbare Menschen trefft. Wenn ihr Single seid, könnt ihr Flirts ganz entspannt auf euch zukommen lassen. Auch beruflich beginnt dann eine gute Phase, vor allem wenn ihr in eurem Job viel mit Menschen zu tun habt und es häufig um Kontakte, Konzepte, Meetings oder auch das Erstellen von Texten geht. Finanziell wird es voraussichtlich ebenfalls ein starker Monat. Bis zum 24. November unterstützt euch Krieger Mars dabei, Ordnung in eure Finanzen zu bringen und Gelder einzutreiben, die euch zustehen. Wenn ihr selbstständig seid, verschickt gleich zu Beginn des Monats eure Zahlungserinnerungen. Und falls euch noch etwas von Ämtern oder Behörden zusteht, solltet ihr das ebenfalls anmahnen. Wichtig ist aber auch, dass ihr auch euren eigenen finanziellen Verpflichtungen nachkommt. Am besten stehen die Finanzsterne bis zum 9. November, auch um Gehaltsverhandlungen zu führen oder zu investieren. Gelder und gemeinsame Finanzen, die ihr mit Partnern habt, müsst ihr allerdings sorgfältig im Auge behalten. Vom 10. bis zum 20. November könnte sich hier ganz plötzlich etwas ändern. Vielleicht steigt jemand aus oder jemand möchte den Investitionsplan ändern. In euren festen Beziehungen sind finanzielle Überraschungen möglich. Sprecht euch gut miteinander ab und verzichtet auf Alleingänge. In diese Zeit fällt der Neumond im Skorpion am 13. November, der eure Werteachse aktiviert und alle Themen rund um euren Besitz, aber auch euer Selbstwertgefühl beleuchtet. Vielleicht ändert sich hier schlagartig was, beispielsweise weil euer Partner an der Börse gezockt und viel Gewinn gemacht hat. Auch ein Verlust ist nicht auszuschließen, aber weniger wahrscheinlich. Was es auch ist, der Neumond eignet sich, um über eure Werte, Selbstwertthemen oder über gemeinsame Pläne in euren festen Beziehungen nachzudenken. Zum Glück steht eure Herrscherin Venus den ganzen Monat super günstig für euch und verbindet sich dabei mit Botschafter Merkur, sodass ihr gut über alles sprechen könnt. Und das solltet ihr auch. Weil auch eure Gesundheitsthemen diesen Monat beleuchtet werden, könnte es auch sein, dass plötzlich und unerwartet Gelder für eine Therapie bewilligt werden. Am 22. November wandert die Sonne in den optimistischen Schützen, gefolgt von Mars am 24. November und beide aktivieren dann für die nächsten Wochen eure mentalen Kräfte.
Wenn ihr das Glück habt, kreativ und selbstbestimmt arbeiten zu können, fällt euch nun eine Menge ein. Die festangestellten Wagen empfinden ihren Job bis zum Monatsende möglicherweise als mühselig oder nervig und haben den Eindruck, ihre Fähigkeiten nicht wirklich einbringen zu können. Der Vollmond am 27. November in den Zwillingen fördert eure kreativen Kräfte. Es würde sich eine Meditation darüber anbieten, wie ihr eure Ideen und Inspirationen besser in euren beruflichen und persönlichen Alltag einfließen lassen könnt. Aber vielleicht ist das auch alles ganz egal, weil ihr mit einem super wichtigen Liebesthema beschäftigt seid. Vielleicht begegnet euch nun euer Seelenpartner und das kann auch jemand sein, durch den ihr nochmal mit eurem Beziehungskarma in Verbindung kommt und euch eure Vergangenheit anschaut. Vielleicht alte Beziehungsmuster, die ihr gerne überwinden möchtet. Lasst euch darauf ein, darüber nachzudenken oder wenn zum Beispiel euer Schatz ein bestimmtes Thema unbedingt ansprechen will. Denn die Auseinandersetzung damit beinhaltet die Chance auf eine Heilung oder zumindest kommt ein Beziehungsprozess in Gang, der sich dann im Dezember positiv weiterentwickeln kann. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr mystischen Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im November Geburtstag habt. Euer wichtigster Neumond des Jahres erwartet euch. Und hier geht es nicht nur um einen neuen Mondzyklus, sondern um euren ganzen neuen Jahreszyklus. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich noch einen Tipp, was ihr euch zum Geburtstag wünschen könntet. Das Jahresende naht und als Ergänzung zum Jahrbuch 2024 empfehle ich euch auch eine persönliche Jahresvorschau. Denn darin erfahrt ihr auf der Basis eures Solarhoroskops, welche Seelenthemen für euch anstehen. Darüber hinaus erhaltet ihr die wichtigsten Tendenzen für die kommenden 12 Monate in der Liebe und im Beruf. Und zwar bezogen auf die Planeten eures Geburtshoroskops. Und das Ganze gibt's jetzt bis Weihnachten mit 20% Rabatt. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Wir befinden uns mitten in der Skorpionzeit und ihr habt viel Power. Kampfplanet Mars durchschreitet gemeinsam mit der Sonne euer Zeichen und stattet euch mit einem zusätzlichen Schub an Kraft und Motivation aus. Allerdings geht gleichzeitig der nervöse Uranus von eurem Partnerhaus aus immer wieder auf Spannung zu euch. Deshalb ist es in den ersten 3 Novemberwochen besonders wichtig, keine Kurzschlusshandlungen zuzulassen, weil euch vielleicht die Geduld fehlt oder ihr auf Biegen und Brechen Entscheidungen erzwingen wollt. Die Energie kann aber auch zu super erotischen Stunden führen, wenn ihr in der Lage seid, sie richtig zu kanalisieren. Wenn ihr euch bewusst für Experimente im Schlafzimmer entscheidet oder als Single jetzt jemand datet, der besonders spannend und exzentrisch ist, dann könnt ihr von der aufgeheizten Energie durchaus profitieren. Achtsam solltet ihr aber auf jeden Fall bleiben. Das gilt für eure romantischen Partnerschaften genauso wie für wichtige Geschäftsbeziehungen und enge Freundschaften. Dabei kann euch auch die 90-Sekunden-Regel helfen, erstmal wieder runterzukommen und dann mit klarem Kopf etwas zu entscheiden. Liebesgöttin Venus kann diese Gereiztheit etwas abmildern, wenn sie ab dem 8. November bis Anfang Dezember in die harmonische Waage wandert und damit in euren Lebensbereich für Rückzug und Stille. Bevor ihr unüberlegte Entscheidungen trefft, ist es auf jeden Fall die bessere Variante, euch ein bisschen zurückzuziehen und erstmal zu sortieren. Das Kommunizieren wird leichter, wenn der Götterbote Merkur am 10. November in euer Nachbarzeichen Schütze weiterwandert. Gespräche werden jetzt wieder lockerer und es fällt euch vielleicht auch leichter, auszusprechen, was euch bewegt. Außerdem bildet er dann auch günstige Finanzaspekte und den Rest des Monats über habt ihr gute Sterne, falls es hier etwas zu regeln gibt. Auch eine Zuwendung von ganz versteckter, unerwarteter Seite ist dann möglich. Euer persönlicher Superneumond findet dann am 13. November im Skorpion statt. Konzentriert euch in einer Meditation auf eure inneren Tiefen. Wie sollen sich die nächsten 12 Monate entfalten? Uranus kann euch tolle Einfälle schicken. Schreibt die auf jeden Fall auf. Ihr könnt hier den Grundstein für euer neues Lebensjahr legen. Wo darf Transformation stattfinden und was ist gerade gut so, wie es ist? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare.
Am 22. November um 15.02 Uhr endet dieses Jahr die Skorpionsaison und die Sonne wandert weiter in den optimistischen Schützen. Zwei Tage später, am 24. November, folgt auch Kampfplanet Mars der Sonne in euer Nachbarzeichen. Das ist eine spürbare Veränderung der Zeitqualität. Nach den tiefen und vielleicht auch ein bisschen verbissenen Energien der letzten Zeit wird die Stimmung jetzt fröhlicher und der Jahresendspurt liegt in der Luft. Für euch kann das eine super produktive Zeit im Büro werden und auch das Zusammensein mit euren Lieblingsmenschen gestaltet sich jetzt wieder harmonischer und entspannter. Zum Monatsende haben wir dann am 27. November noch den Vollmond auf der Achse Schütze-Zwillinge. Hier wird es dann verbindlicher und fester in euren Beziehungen und das kann auch geschäftliche Beziehungen betreffen. Privat war es vielleicht ein Streitthema der letzten Wochen, dass ihr den nächsten Schritt gehen wolltet und euer Schatz hat nicht so ganz mitgezogen. Oder ihr seid mit einer wichtigen Verantwortung konfrontiert worden und wusstet nicht genau, was ihr machen solltet. Solche Knoten können sich jetzt entwirren. Venus wird uns in der zweiten Novemberhälfte nochmal mit unserem Beziehungskarma konfrontieren. Vielleicht wolltet ihr im Sommer schon zusammenziehen, aber dann musstet ihr solche Pläne doch wieder verschieben. Der Vollmond zeigt an, dass sich jetzt vieles auflösen kann, was hemmend oder blockierend im Wege stand. Das Einzige, was es noch zu tun gibt, ist, darüber zu reden und eurem Partner zu vertrauen. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr feurigen Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im November Geburtstag habt. Drei Planeten wandern in Kürze in euer Zeichen und ihr bekommt im Laufe des Monats immer mehr Schwung. Außerdem habt ihr im November euren wichtigsten Beziehungsvollmond des Jahres. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen kosmischen Tipp fürs nächste Jahr. Das Jahresende naht und als Ergänzung zum Jahrbuch 2024 empfehle ich euch auch eine persönliche Jahresvorschau. Denn darin erfahrt ihr auf der Basis eures Solarhoroskops, welche Seelenthemen für euch anstehen. Darüber hinaus erhaltet ihr die wichtigsten Tendenzen für die kommenden 12 Monate in der Liebe und im Beruf. Und zwar bezogen auf die Planeten eures Geburtshoroskops. Und das Ganze gibt es jetzt bis Weihnachten mit 20% Rabatt. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Zu Beginn des neuen Monats könntet ihr euch noch ein bisschen so fühlen, als würdet ihr mit angezogener Handbremse fahren. Ihr seid vielleicht nicht ganz fit, irgendwie abgeschlagen und braucht mehr Zeit als sonst für euch allein. Seht es als kosmisch verordnete Verschnaufpause, bevor die Planeten jetzt Stück für Stück in euer Zeichen wandern und eure persönliche Partysaison beginnt. Los geht es, wenn Liebesgöttin Venus am 8. November in die charmante Waage wandert und euch von hier aus zuzwinkert. In eurem Bekanntenkreis oder in eurem Verein kann es dann unerwartet funken. Vielleicht gibt es ein neues Mitglied. Singles, die auf der Suche sind, sollten hier auf jeden Fall mal die Augen offen halten. Alle Festliierten können schöne Zeiten gemeinsam mit ihren Freunden erleben. Aber bitte nicht fremdflirten. Es liegt nämlich eine ziemliche Spannung in der Luft. Da kann es unerwartet knistern oder flirty sein. Aber Nervosität und Gereiztheit können sich ebenfalls stärker zeigen. Und das auch in euren Beziehungen. Zwei Tage später, am 10. November, wandert Götterbote Merkur in euer Zeichen und macht eure Kommunikation nicht nur super charmant, sondern auch optimistisch und nach außen gerichtet. Falls ihr mit Kunden oder im Projekt wichtige Termine habt, ist das für den Rest des Monats eine super Phase. Ihr seid sehr überzeugend und man kann euch kaum etwas abschlagen. Legt Jahresendtermine, wenn möglich, in die Zeit bis Anfang Dezember. So lange wird Merkur bei euch bleiben. Achtet nur darauf, die anderen auch mal zu Wort kommen zu lassen. Eine super Möglichkeit, um über euer vergangenes Jahr zu reflektieren, bietet sich zum Neumond im mystischen Skorpion am 13. November. Geht doch dann mal in einer Meditation an diesem Tag euer zurückliegendes Lebensjahr durch. Was hat sich gut entwickelt und wo seid ihr noch im Prozess? Wo möchtet ihr euch spirituell entwickeln? Oder gibt es im praktischen Leben Routinen und Abläufe, mit denen ihr nicht zufrieden seid? Zu all dem können euch gute Eingebungen kommen. Stellt euch aber darauf ein, dass andere von diesem Neumond sehr angefasst sein können und empfindlich auf lockere Sprüche reagieren.
Nach all der tiefgründigen und verstrickenden Skorpionenergie werdet ihr eine deutliche Veränderung bemerken, wenn die Sonne am 22. November um genau 15.02 Uhr in euer Zeichen wechselt und damit offiziell die Schütze-Saison beginnt. Zwei Tage später folgt dann auch Powerplanet Mars in den Schützen. Am gleichen Tag werden viele Weihnachtsmärkte sich öffnen. Da füllt sich euer Terminkalender bestimmt schnell mit Verabredungen. Ihr habt dann für die nächsten 4 Wochen viel Power und Energie, aber es liegt auch ein Hauch von Selbstüberschätzung und Leichtsinn in der Luft. Ihr seid schwungvoll und aktiv, aber versucht, wenn möglich, euch nicht in unnötige Risiken zu begeben. Zum Monatsende haben wir dann noch den superintensiven Beziehungsvollmond am 27. November in eurem Partnerhaus Zwillinge. Hier geht es um alle wichtigen Partnerschaften in eurem Leben. Romantische Beziehungen, aber auch wichtige Kollegen oder die Chefin oder eure engsten Vertrauten. Falls es hier etwas zu heilen gibt, dann solltet ihr die Energie auf jeden Fall nutzen und ein Ritual abhalten. Gleiches gilt für alle Singles, die gern einen neuen Partner in ihr Leben ziehen möchten. Die kosmische Schwingung rund um diesen Vollmond ist sehr intensiv und ihr gehört zu den Zeichen, die das am stärksten spüren werden. Das bedeutet im Positiven, dass ihr viel Kraft habt. Doch gleichzeitig stellt Meister Saturn eure Geduld und euer Fingerspitzengefühl auf die Probe und ihr könntet frustriert sein, wenn eure Gefühle nicht sofort auf Resonanz stoßen. Versucht, mit der 90-Sekunden-Regel zu arbeiten und einen optimistisch kühlen Kopf zu bewahren. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Die kraftvolle und arbeitsreiche Zeit hält noch weiter an. Wahrscheinlich kriegt ihr jetzt viel geschafft. In euren Beziehungen läuft es anregend und zugleich harmonisch. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich ein Rabattgeschenk für euch. Das Jahresende naht und als Ergänzung zum Jahrbuch 2024 empfehle ich euch auch eine persönliche Jahresvorschau. Denn darin erfahrt ihr auf der Basis eures Solarhoroskops, welche Seelenthemen für euch anstehen. Darüber hinaus erhaltet ihr die wichtigsten Tendenzen für die kommenden 12 Monate in der Liebe und im Beruf. Und zwar bezogen auf die Planeten eures Geburtshoroskops. Und das Ganze gibt es jetzt bis Weihnachten mit 20% Rabatt. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der Monat beginnt harmonisch und gleichzeitig angeregt in euren Beziehungen. Ideal wäre es, wenn ihr mit eurem festen Schatz gemeinsam eine Reise machen könntet, vielleicht über Halloween und den Feiertag. Und falls ihr eine neue Liaison begonnen habt, fühlt sich die gegenseitige Faszination richtig gut an. Vielleicht begegnet ihr auch jemand Neuem auf einer Reise oder bei einer Fortbildung. Diese prickelnden und interessanten Tendenzen halten den ganzen Monat über an, sind aber in der ersten Novemberhälfte besonders intensiv. Interessante Impulse kommen auch aus eurem Freundeskreis. Wenn ihr eingeladen werdet, geht unbedingt hin. Und wenn ihr Single seid, lernt ihr dadurch vielleicht neue, interessante Menschen kennen. Auch beruflich kann dieser Monat ergiebig werden. Wahrscheinlich befindet ihr euch schon seit einigen Wochen in einer sehr produktiven und intensiven Arbeitsphase und die hält sicherlich auch noch während der Skorpionsaison weiter an. Besonders günstig sind die Tendenzen, wenn ihr kreativ und selbstbestimmt arbeiten könnt, denn Glücksplanet Jupiter und Erfinder Uranus regen euch hier an und schenken euch wunderbare Ideen für eure Kreationen. Bis zum 8. November habt ihr außerdem einen fabelhaften Finanzaspekt, um größere Gelder zu bewegen oder zu bekommen, falls sie euch zustehen. Wenn die Venus am 8. November in die Waage wechselt, aktiviert sie für den Rest des Monats euren kosmischen Karrierebereich. Sie fördert dann berufliche Präsentationen und sorgt dafür, dass in Meetings und bei Entscheidungen eine angenehme Stimmung herrscht. Aber auch falls ihr spirituell arbeitet, unterstützen euch die Sterne wunderbar, denn ab dem 10. November wandert Merkur in euren spirituellen Bereich und stärkt euren Draht zur geistigen Welt. Wenn ihr in einem Team arbeitet, habt ihr gemeinsam viel Energie und könnt richtig was reißen. In euren Freundschafts- und Teambereich fällt auch der Neumond am 13. November im Skorpion. Er steht super günstig zum Steinbockzeichen, während viele andere rund um dieses Datum nervös und angespannt sind.
So kann euch jetzt die Rolle zukommen, der Fels in der Brandung zu sein, den Überblick zu behalten und andere zu beruhigen bzw. die nervöse Energie konstruktiv zu bündeln. Vielleicht gibt es auch Stress in eurem Freundeskreis, zum Beispiel aufgrund unterschiedlicher politischer Ansichten, und ihr könnt ein bisschen Stabilität hineinbringen. Möglich auch, dass ihr intensiv mit einem persönlichen Herzensprojekt beschäftigt seid und dabei gute Fortschritte macht. Das sind alles Themen, die ihr in einer Neumond-Meditation oder mit einem Ritual stärken könnt. Ab dem 22. November wird die Energie unruhiger, wenn erst die Sonne und am 24. dann auch der Mars ins Zeichen Schütze wechseln. Das ist bei euch der Bereich des Rückzugs und der Spiritualität, aber auch des Schlafes. Gut möglich, dass ihr in den Wochen darauf öfter mal groggy seid, weil ihr unruhig schlaft und wild träumt. Gleichzeitig scheint auch eine familiäre Verpflichtung zu rufen. Vielleicht müsst ihr euch um jemanden kümmern, der erkrankt ist, während ihr auch beruflich stark gefordert seid. Auch eure eigene Gesundheit könnte angeschlagen sein. Achtet gegebenenfalls gut auf eure Abwehrkräfte und stärkt euer Immunsystem. Interessant und produktiv ist die Energie für euch, wenn ihr viel im Kontakt mit der geistigen Welt steht und spirituell arbeitet. All diese Themen werden durch den Vollmond in den Zwillingen am 27. November stark angeregt, der auf eurer Heilerachse fällt. Vielleicht kommt euch dann eine Erkenntnis bezüglich eines gesundheitlichen Problems im Traum oder ihr könnt Kontakt mit eurem spirituellen Geistführer aufnehmen. Ihr solltet in den letzten Tagen des Monats auf jeden Fall ein Traumtagebuch am Bett bereitlegen. Wenn ihr zwischen dem 14. und dem 20. Januar Geburtstag habt, könnten die letzten Novembertage gefühlsmäßig unter die Haut gehen und vielleicht müsst ihr eine schmerzliche Liebesentscheidung treffen. Doch im Dezember werdet ihr euch voraussichtlich schnell wieder stabilisieren. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. In der Liebe schenkt euch der Kosmos im November ein Highlight. Und obwohl ihr beruflich jede Menge zu tun habt, packt euch das Fernweh und die Lust, euren Horizont zu erweitern. Gleich schauen wir uns das näher an. Vorher habe ich aber noch ein Rabattgeschenk für euch. Das Jahresende naht und als Ergänzung zum Jahrbuch 2024 empfehle ich euch auch eine persönliche Jahresvorschau. Denn darin erfahrt ihr auf der Basis eures Solarhoroskops, welche Seelenthemen für euch anstehen. Darüber hinaus erhaltet ihr die wichtigsten Tendenzen für die kommenden 12 Monate in der Liebe und im Beruf. Und zwar bezogen auf die Planeten eures Geburtshoroskops. Und das Ganze gibt's jetzt bis Weihnachten mit 20% Rabatt. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der November beginnt für euch mit einer Menge Arbeit. Offenbar stehen wichtige berufliche Entscheidungen an und das kann euch streckenweise gereizt und nervös machen. Gleichzeitig habt ihr offenbar auch im häuslichen oder privaten Bereich viel vor, zum Beispiel eine Renovierung oder ihr erwartet Besuch oder es steht sogar ein Umzug an. Ihr solltet unbedingt Prioritäten setzen und euch einen Plan machen und den dann auch durchziehen, denn ihr könnt nicht an allen Baustellen gleichzeitig sein. Überlegt am besten gleich zu Beginn des Monats, wer euch helfen könnte und wie ihr Aufgaben fair aufteilen könnt, sowohl beruflich als auch zu Hause. Wenn ihr fest liiert seid, unterstützt euch euer Schatz gern dabei, wenn ihr nur darüber mit ihm redet. Es wäre keine gute Idee, alles allein schaffen zu wollen. Alle diese Themen spitzen sich zu, wenn wir am 13. November den Neumond im Skorpion haben, der in euren kosmischen Karrierebereich fällt. Er hat eine ungeheure Kraft und kann für euch einen großen Umbruch oder sogar Neubeginn in eurer Karriere anzeigen, wenn ihr mit der bisherigen Situation nicht mehr zufrieden seid. Auch wenn alles gut läuft, steht nun vielleicht eine wichtige Entscheidung an, durch die sich vieles ändert. Jedenfalls könnt ihr diesen Neumond nutzen, um über eure berufliche Ausrichtung oder eure wahre Berufung nachzudenken und wie es jetzt und in den nächsten Monaten weitergehen soll. Mars schenkt euch den Mut, euch Herausforderungen zu stellen und nötige Entscheidungen zu treffen. Insgesamt habt ihr diesbezüglich eine ganz heiße Phase vom 10. bis zum 20. November. In dieser Zeit ist übrigens auch die Gefahr von Verletzungen oder kleinen Unfällen erhöht, wenn ihr hektisch oder gereizt die Gedanken woanders habt und nicht aufmerksam seid.
Die 90-Sekunden-Regel kann gute Dienste leisten, um die Ruhe zu bewahren und überlegte Entscheidungen zu treffen und sogar auch, um Verletzungen aus Unachtsamkeit zu vermeiden. Parallel zu diesen aufregenden Tendenzen baut sich ab dem 8. November das versprochene Highlight in der Liebe auf, wenn Venus in die Waage geht und bis zum 4. Dezember wunderschöne Aspekte zum Wassermann bildet. Für manche von euch wäre jetzt eine Reise eine Option. Entflieht doch dem Novemberwetter mit jemandem, den ihr liebt. Alternativ könnt ihr geistig euren Horizont erweitern, zum Beispiel durch den Besuch kultureller Veranstaltungen oder ein politisches Engagement, entweder gemeinsam mit Herzensmenschen oder verbunden mit der Chance, dabei tolle Leute kennenzulernen. Beruflich ist die Zeit vom 8. November bis zum 4. Dezember günstig, wenn ihr mit dem Ausland zu tun habt. Falls ihr zum Beispiel ein Angebot bekommt, in weiter Ferne eingesetzt zu werden, solltet ihr es ernsthaft in Betracht ziehen. Ab dem 22. November lässt die kosmische Anspannung spürbar nach. Wenn zuerst die Sonne und am 24. November dann auch der Mars in den Schützen wechseln, da bilden sie dann in den kommenden 4 Wochen günstige und aktive Freundschaftsaspekte. Wo ihr bis dahin vielleicht noch festgesteckt habt oder wütend wart, fügen sich die Dinge jetzt wie von selbst und ihr erhaltet auch im Job gute Unterstützung seitens eures Teams oder durch euer berufliches Netzwerk. Freundschaftlich steht auch der Vollmond am 27. November in den Zwillingen. Bei einem Bierchen zu Feierabend könnt ihr dann vielleicht schon gemeinsam mit den Kollegen über so manches lachen, was euch Mitte des Monats noch arges Kopfzerbrechen bereitet hat. Der Vollmond aktiviert eure Freundschafts- und Kreativitätsachse und läutet eine schöne und soziale Zeit für euch ein. Nur euer Geld solltet ihr nun zusammenhalten. Zum Beispiel, indem ihr mit Freunden gemeinsam kocht oder alle etwas mitbringen, statt teuer in ein Restaurant auszugehen. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr sanften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Den Großteil des Monats habt ihr tolle, unterstützende Energien, die euch neugierig machen, mehr über die großen Zusammenhänge des Lebens zu erfahren oder eine tolle Reise zu planen und vielleicht sogar direkt in die Tat umzusetzen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für alle, die neugierig darauf sind, welche kosmischen Einflüsse im neuen Jahr auf sie warten. Das Jahresende naht und als Ergänzung zum Jahrbuch 2024 empfehle ich euch auch eine persönliche Jahresvorschau. Denn darin erfahrt ihr auf der Basis eures Solarhoroskops, welche Seelenthemen für euch anstehen. Darüber hinaus erhaltet ihr die wichtigsten Tendenzen für die kommenden 12 Monate in der Liebe und im Beruf. Und zwar bezogen auf die Planeten eures Geburtshoroskops. Und das Ganze gibt's jetzt bis Weihnachten mit 20% Rabatt. Das wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos und den Bestelllink findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der November bringt euch schöne, unterstützende Energien und viel Power, gerade wenn es um Reisen oder Weiterbildungen geht. Die ersten 3 Novemberwochen eignen sich ideal, um vielleicht nochmal zu verreisen und neue Eindrücke zu sammeln. Eine tolle Möglichkeit wäre es, wenn ihr in der ersten Novemberwoche ein paar romantische Tage mit eurem Schatz verbringen könnt. Vielleicht rund um die Feiertage zum Monatsbeginn? Bis zum 8. November seid ihr in super romantischer und verträumter Stimmung. Alle Singles, die gerade auf der Suche sind, sollten die ersten Novembertage auf jeden Fall zum Daten nutzen. Und auch alle Festliierten sollten mindestens mit ihrem Schatz schön essen gehen. Falls Romantik gerade nicht so Thema bei euch ist, könnt ihr die Energien auch gut für wichtige Gespräche nutzen, zum Beispiel ein Jahresendgespräch mit eurem Vorgesetzten oder ihr macht euch einen tollen Abend mit eurer besten Freundin. Wenn Liebesgöttin Venus dann am 8. November in die charmante Waage wandert, kann es ernster für euch werden, in euren bestehenden Beziehungen nämlich. Vielleicht geht es dann darum, dass ihr zum ersten Mal überlegt, gemeinsam Weihnachten zu feiern und unsicher seid, was der beste Konsens ist. Im November liegt über weite Strecken ein gewisses Maß an Anspannung und Nervosität in der Luft. Das betrifft euch zwar weniger stark als andere Zeichen, jedoch seid ihr durch eure sensible und empathische Art sehr empfänglich für die Probleme anderer. Hier wird es wichtig, gut auf eure Grenzen zu achten und euch nicht zu viel aufbürden zu lassen. Meisterschaftsplanet Saturn hilft euch dabei und das ist auch nötig, weil im Laufe des Monats immer mehr Planeten in euren Karrierebereich wandern und eure Schreibtische dabei sicher immer voller werden.
Am 10. November wechselt Denkplanet Merkur in den feurigen Schützen und wird euch von dort aus mit Informationen und Meetings versorgen. Das wird eine spannende Phase, um zu prüfen, inwieweit ihr im Saturn-Transit schon gelernt habt, Nein zu sagen. Wenn ihr hier schon Fortschritte gemacht habt, dann erwartet euch eine fröhliche und konstruktive Phase im Büro bis in den Dezember hinein, ohne dass ihr zu viele Überstunden machen müsst. Doch erstmal haben wir noch den Neumond im tiefgründigen Zeichen Skorpion am 13. November und der kann euch ganz schön unter die Haut gehen. Falls ihr eine Meditation durchführen wollt, wäre es wegen der emotionalen und nervösen Einflüsse sinnvoll, euch mit eurem Grundelement, dem Wasser, zu verbinden. So könntet ihr euch nicht nur energetisch reinigen, sondern auch ausbalancieren. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, euch an einen Fluss oder ein Gewässer zu begeben, dann meditiert doch mal zu einem YouTube-Video, das Meeresrauschen oder Flussläufe wiedergibt. Lasst eure Emotionen wie das Wasser fließen, ihr seid dafür gemacht. Eine komplett andere Energie erwartet euch dann, wenn die Sonne am 22. November in den temperamentvollen Schützen wechselt und Kampfplanet Mars folgt der Sonne nur 2 Tage später am 24. November. Für euch kann das einen hektischen, aber auch sehr produktiven Jahresendsport einläuten. Ihr habt doch sicher noch mal richtig viele Anfragen, aber auch genug Power, um alles bewältigen zu können. Ein gutes Zeitmanagement wird weiterhin wichtig für euch bleiben. Genießt aber auch die vorweihnachtliche Zeit mit euren Liebsten. Nehmt euch am 27. November auf jeden Fall vor, mit eurer Familie die Eröffnung eines Weihnachtsmarkts zu besuchen oder zumindest einen Punsch- und Weihnachtsfilmabend einzuplanen. Da haben wir nämlich Vollmond im Zeichen Zwillinge und das heißt für euch Family Time einplanen und das Diensthandy schön ausschalten. So lässt sich Stress zu Hause am besten vermeiden. Das waren eure Tendenzen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Willkommen zum Serviceteil mit dem Gewinnspiel Neuigkeiten, Produkttipps und Terminen. Falls ihr euch für eine persönliche Jahresvorschau interessiert, die über das Sternzeichenhoroskop hinausgeht, dann kommt für euch vielleicht eine Beratung oder ein schriftliches PDF-Horoskop in Frage. Denn darin kann ich sämtliche Planeten eures Geburtshoroskops berücksichtigen. Bis Weihnachten bekommt ihr jetzt die persönliche Jahresvorschau mit 20% Rabatt. Schaut doch mal auf meiner Homepage, da findet ihr mein Angebot an persönlichen Beratungsgesprächen und Horoskopprodukten. Der nächste Livestream ist für den 10. November geplant. Dann sende ich wieder live aus Arizona und wir schauen uns den Wahnsinnsneumond vom 13. November nochmal genauer an. Außerdem gibt es im Livestream ein Gewinnspiel. Dafür meldet euch bitte vorher an. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. So gewinnt ihr ein persönliches schriftliches Geburtshoroskop als PDF. Schreibt mir hier in die Kommentare, wie euch meine Videos gefallen und ob euch meine Vorhersagen nützlich sind. Die Verlosung gilt für alle meine treuen und neuen Abonnentinnen und Abonnenten. Deshalb, falls noch nicht geschehen, abonniert jetzt noch meinen Kanal und vergesst auch nicht, das Glöckchen für die Benachrichtigung zu aktivieren, damit ihr beim Gewinnspiel dabei seid und kein Video mehr verpasst. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Zum Schluss habe ich noch 2 Empfehlungen. Das Video »So wird dein Jahr mit einem Einblick in mein Jahrbuch 2024 für alle 12 Sternzeichen« und »Im November löst ja die Venus erneut unser Beziehungskarma aus. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in dem Video »Ein neuer Karma-Zyklus beginnt«. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.